Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu dem ersten Video im neuen Jahr. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte ein Aufgebraucht-Video machen, aber dann ist mir was eingefallen, was noch viel, viel besser passt als Jahresanfangsvideo, und zwar der Zeitentag. In dem geht es um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich würde sagen, ich fange da jetzt einfach mal mit an. Ich habe den schon mal gemacht, vor über einem Jahr, aber ähnlich wie beim Vampire Diaries Tag. Ich war damals irgendwie anders. Ich war nicht so selbstsicher vor der Kamera und ja, ich finde es einfach mal cool, wenn man Dinge dann nochmal macht, um einfach zu schauen, wie die Antworten inzwischen sind. Und ja, genau. Ich verlinke euch den Tag von damals gerne in die Infobox, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, aber es ist wirklich so, also als ich es mir angeschaut habe, es war einfach total komisch. Und ja, ich fange jetzt mal an natürlich mit der Vergangenheit. Es sind zu allen drei Kategorien jeweils 5 Fragen. Und die erste Frage der Vergangenheit ist, bereust du etwas? Ja, und zwar gibt es etwas relativ Aktuelles. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Ist mir was ziemlich Blödes passiert und ich will auch keinen einzigen Kommentar dazu lesen. Also es ist meine eigene Dummheit und ich bin schon selbst genug gestraft, denn ich habe seit 8 Tagen kein Handy und manche Leute werden diese Kopfschütteln und sagen, ja und, so schlimm ist das nicht, aber ich glaube, 90% der Menschen da draußen stimmen mir zu, Leben ohne Handy ist schwierig und es ist komplizierter und es ist, ja, es ist einfach total ungewohnt, aber zur Geschichte, warum ich es bereue, ich war einfach total blöd, also ich war ziemlich emotionsgeladen, ich war im Badezimmer und ich habe mein Handy mit etwas zu viel Emotion auf den Boden fallen lassen oder geschmissen, je nachdem, ne? Kann man jetzt auch so sehen, wie man will. Auf jeden Fall war es dann kaputt, der Bildschirm war am Arsch und ja, jetzt habe ich es zur Reparatur eingeschickt und ja, ich hoffe, dass ich es so schnell wie möglich wiederbekomme, weil es auf gut Deutsch, es kotzt mich an, aber es ist meine eigene Schuld und wenn ich jemand Vorwürfe mache, dann nur mir oder vielleicht noch den Personen, wegen denen ich wutgeladen war, aber im Endeffekt, ja, es war meine Dummheit, ich habe mich davon leiten lassen und ja, es hat so, natürlich habe ich schon das ein oder andere Mal mein Handy vorher runtergeworfen, aber das war in meinem Zimmer und da liegt Teppichboden und im Bad sind nun mal leider Fliesen und Fliesen auf Handy, das hat halt nicht gut funktioniert, aber wie gesagt, es war mir eine Lehre und das ist was ich definitiv bereue, was jetzt auch so das aktuellste Beispiel ist. Natürlich gibt es auch viele Dinge, die ich sonst so bereue. Ich denke, man hat am Tag, in der Woche, im Monat immer wieder Dinge, die man bereute, wo man gedacht hat, ach, hätte ich das doch gemacht oder so Sachen. Diese Dinge gibt es ganz oft, aber mir fällt noch eine Sache ein, wirklich aus der tieferen Vergangenheit, sage ich mal. Und zwar das mit meinem Hundebiss. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Ich wurde, als ich 8 Jahre alt war, von einem Hund hier in die Backe gebissen. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber oder was hier? Nein, hier. Für euch andersrum, sorry. Aber hier, das, na gut, das sieht man jetzt nicht und in die Schulter halt, aber habe ich euch schon mal erzählt. Und ja, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde oder könnte, dann ja, hätte ich mir gewünscht, dass ich nicht zu diesem Hund gelaufen wäre an diesem Tag, dass ich nicht hingegangen wäre und ihn gestreichelt hätte und naja, aber gut, man kann es nun mal nicht ändern, aber das sind Dinge, die ich im Nachhinein natürlich bereue und ja, ich könnte jetzt noch viele andere Dinge erzählen, aber das sind jetzt mal so 2 wirklich gravierende Dinge und das im Handy ist halt gerade sehr aktuell und es kotzt mich einfach total an. Drückt mir bitte die Daumen, dass ich so schnell wie möglich mein Handy wiederfinde, denn es fehlt einfach total was, es fehlt einfach. Ja, zweitens, nenne dein positivstes Erlebnis. Ich weiß, es ist mir damals schon in dem Tag sehr schwer gefallen, mein positivstes Erlebnis zu nennen. Und so ist es auch heute noch. Natürlich gab es viele Momente, in denen ich glücklich war, gerade Dinge mit meiner Familie oder auch mit meinen Freunden, denen ich mich totgelacht habe. Und das waren sehr positive Erlebnisse. Aber da, glaube ich, gab es keins, das so richtig rausgestochen hat oder wo ich gesagt habe, das bleibt mir für immer in Erinnerung. Das Einzige, was vielleicht so wäre, aber das ist schwierig, aber das ist ein Moment, der mir immer sehr positiv in Erinnerung bleiben wird, ist vom Urlaub von Kreta letztes Jahr. Und, beziehungsweise ich muss sagen, vorletztes Jahr, es war jetzt 2013. Ja, das war einfach unglaublich toll. Wir hatten uns so einen Mietwagen genommen und dann sind wir an so einer Küste entlang gefahren. Und da ging dann so steil, ging es dann so runter und dann unten drunter war das Meer so richtig dunkelblau und das ist dieses Bild werde ich nie vergessen. Das war was ganz Positives für mich generell, der Urlaub auf Kreta, aber auch gerade das, also ich werde dieses Blau einfach nie vergessen. Das ist so wunderschön und wie es so in der Sonne geglitzert hat und das war wirklich was unglaublich Positives, ja. Wobei wahrscheinlich damit noch was anderes gemeint ist, aber das ist halt das Einzige, was mir einfällt, was bisher das Positivste war in meinem Leben.
Stell dir vor, du könntest die Zeit zurückdrehen. Zu welchem Augenblick wäre das und aus welchem Grund? Ja, da kann ich jetzt nochmal anknüpfen zu dem, bereust du etwas? Ich denke, dafür benutze ich das jetzt nochmal mit dem Hundebiss. Wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich davon abhalten, zu diesem Hund hinzugehen. Also, das ist halt, weil das hat mein Leben ziemlich beeinträchtigt. Ich war danach als Kind wirklich traumatisiert und war einfach eine ganz schlimme Zeit auch danach und ist auch jetzt für mich noch sehr, sehr schlimm, mich mit Hunden zu konfrontieren. Also es geht noch, aber ich versuche mich trotzdem fern von ihnen zu halten, weil ich einfach kein Vertrauen habe. Also für mich sind Hunde zwar sehr schön zum Anschauen und es gibt auch total viele, die ich super süß finde, angefangen von Chihuahuas bis zu Bulldoggen liebe ich total. Ich liebe französische Bulldoggen und Möpse und sowas, aber ich muss die Tiere, also ich kann mal, ich mag es nicht, wenn die so nah an mir sind und da habe ich ja einfach kein Vertrauen drin und vor allen Dingen unangeleinte Hunde im Wald. Ich traue mich auch nicht mehr so richtig in den Wald seitdem und ja, ich würde definitiv die Zeit dahin zurückdrehen und mich davon abhalten, zu diesem Hund zu laufen. Ja, obwohl, ich habe es ja schon mal erzählt, obwohl es ein Nachbarshund war und da eigentlich eine große Vertrauensbasis war, wir kannten uns gut, wir haben uns sehr gut verstanden, ich habe ihn jeden Tag gesehen und ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Und naja, aber gut, so ist es nun mal. Man kann leider die Zeit nicht zurückdrehen und ja. Genau, viertens. Was war dein schönster Ausflug oder Urlaub? Ja, da muss ich jetzt auch wieder Kreta nennen. Tut mir leid, dass sich die Sachen so ein kleines bisschen wiederholen, aber ich habe die Fragen auch nicht mehr auswendig im Kopf gehabt und ich antworte ja immer sehr spontan, wie ihr wisst. Und ja, also definitiv, Kreta war für mich unglaublich toll. Unfassbar schöne Landschaft. Zwar relativ karg, wenn man jetzt so das Land an sich betrachtet, aber halt auch das Meer. Also das Meer ist für mich einfach was, was mich so fasziniert und was ich so großartig finde. Und für mich gibt es nichts Schöneres als das Meer. Und ja, genau. Ich überlege gerade Ausflüge. Also ich und meine Familie machen recht häufig Ausflüge. Und natürlich habe ich da auch schon ganz, ganz tolle Sachen gesehen. Ob das jetzt irgendwo in den Bergen von Italien oder Südtirol war, ob das irgendein toller See war oder sowas, also oder auch Zoos. Also ich bin auch sehr gern früher auch in Zoos gegangen oder in Parks. Also oder was ich auch ganz, ganz toll finde oder was ich jetzt als schönsten Ausflug nennen könnte, wäre der Rosengarten in Baden-Baden. Das ist auch sowas. Also erstmal, ich liebe Blumen. Also ich habe zwar keinen so grünen Daumen, aber ich liebe Blumen an sich, um Bilder zu machen, um es anzuschauen und all sowas. Und ja, genau. Also das würde ich sagen, war der schönste Ausflug bisher. So. Gab mit Sicherheit noch andere schöne, aber der fällt mir ja gerade ein. Fünftens, gibt es etwas, was du früher gehasst hast und heute nicht mehr? Essen, Hobby, Insekten zum Beispiel. Das ist ganz, ganz schwierig. Gibt es etwas, was ich früher gehasst habe? Nee, also ich glaube, gerade so was Essgewohnheiten angeht, bin ich schon immer ziemlich gleich. Ich mochte noch nie so Rosenkohl oder Blumenkohl. Ich mochte auch noch nie Spinat. Oder es kann sein, dass ich als Baby mal Spinat gegessen habe, ganz gern, aber das wäre dann das Einzige. Aber ansonsten Hobbys? Nö. Ich habe halt früher sehr viel Leichtathletik gemacht, was ich jetzt nicht mehr mache, aber gehasst? Nee, also so, nee, wüsste ich jetzt nicht. Dann die Gegenwart. Bist du glücklich? Das ist, finde ich, immer eine sehr schwierige Frage. Wenn man es jetzt auf den Moment bezieht, ja, weil ich mache sehr gern Videos, ich mache sehr gern Tags. Von daher bin ich in diesem Moment schon glücklich. Wenn man es eher generell bezieht, dann eher nicht, weil, naja, es läuft halt oft nicht so und gerade 2014 war kein so tolles Jahr und von daher bin ich im Großen und Ganzen gesehen eher nicht glücklich. Wobei so richtig unglücklich jetzt auch nicht. Es ist so ein Mischmasch, aber ja. Aber als glücklich würde ich mich nicht bezeichnen, nee. Siebtens. Hast du etwas verwirklicht, was du dir mal vorgenommen hast? Fällt mir jetzt auch spontan nichts ein. Also ich. Das Einzige wäre vielleicht das mit der Klinik, weil das habe ich mir vorgenommen und das habe ich durchgezogen und das ist gut, weil ich hatte ja wirklich viel Schiss und ich wollte es am Anfang erst nicht, aber ich habe es dann doch durchgezogen und von daher würde ich einfach mal das nehmen. Also ich habe das mir vorgenommen und ich habe es dann auch verwirklicht in dem Sinne, ja. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Oh, das ist sehr schwierig. Ich würde mir wahrscheinlich
1000 weitere Wünsche wünschen. Oder wobei, es müssten keine 1000 sein, es könnten auch schon 5 sein oder so. Weil einer der größten Wünsche wäre Geld. Geld, das einem nie ausgeht. Ich weiß, bevor jetzt wieder alle kommen, Geld ist nicht das Wichtigste, aber in unserer europäischen Welt ist es extrem wichtig. Nicht nur europäischen, auch in den USA oder auch in Asien ist es sehr wichtig. Aber ich meine jetzt so ein bisschen, und Australien natürlich auch und sowas, aber ich meine, es gibt ja auch immer noch irgendwelche Bergdörfer und Dschungelvölker, für die Geld nicht wichtig ist. Also so meine ich das jetzt, dass in unserer anderen Welt, sage ich mal, Geld eine sehr große Rolle spielt. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, ja, oder was heißt endlos Geld, aber dass man einfach, ja, ein bisschen sorgloser leben kann. Also ich will jetzt mir nicht, also wenn ich jetzt total viel Geld hätte, würde ich jetzt nicht alles rauspfeffern, mir einen Ferrari kaufen und eine 5-Millionen-Villa, sowas, das meine ich gar nicht. Einfach so dieses Beruhigende. Es hat, irgendwer sagt, hat es auch mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, und das stimmt definitiv. Und ja, dann würde ich mir auf jeden Fall erstmal Geld wünschen, weil man damit auch schon einige Dinge erfüllen kann. Ja, also materielle Wünsche. Aber ja, genau. Bist du jetzt gerade mit dir als Person zufrieden? Uff, auch schwierig. Auch eher nein. Also so rein optisch gesehen auch eher nein. Könnt ihr euch auch den Problemzonen-Tag dazu mal anschauen. Aber auch so von mir an sich, also kann man auch wieder nicht so ganz pauschal sagen, im Moment bin ich schon zufrieden, und es gibt auch viele Momente, in denen ich zufrieden bin und auch mal vielleicht ein bisschen stolz auf mich bin. Aber es gibt halt auch viele Momente, wo ich mir denke, ey komm Laura, du, das hättest du jetzt machen können, oder jetzt hast du dich wieder vor was gedrückt, und das, ja, da gibt es schon Dinge, an denen ich gerne arbeiten möchte, aber das ist halt nicht so einfach, ne? Und naja, okay, ich darf nicht so ausschweifen, weil ich merke, dass mein Akku nur noch einen Balken hat. Genau, die letzte Frage zur Gegenwart. Würdest du etwas an dir ändern, wenn du könntest? Also da ist jetzt in Klammer Optik. Ja, aber dazu sage ich auch nicht mehr so viel. Schaut euch da auch den Problemzonen-Tag an. Ich wäre natürlich, um es kurz zu fassen, gern 10, 20 Kilo leichter. Also das reicht auch schon. Das muss, okay, was heißt, das reicht schon. Aber so zwischen 10 und 15 Kilo würde, glaube ich, schon genügen, oder wäre schon mal in Ordnung, oder ja, wäre einfach schon mal ganz gut. Also um einfach mich ein bisschen, was heißt, besser zu fühlen. Ich fühle mich jetzt auch gut, aber ja, einfach, egal, schaut euch den Problemzonen-Tag einfach mal an, dann da erzähle ich ein bisschen mehr, was die Optik und so angeht. Genau, und dann die letzte Kategorie, die Zukunft. So, willst du mal Kinder, wenn ja, wie viele? Oh ja, definitiv, am liebsten 2. 2 wäre so das Perfekte, glaube ich. Also ich hätte auch nichts gegen 3 Kinder, aber ich glaube, dann soll es schon aufhören. Also zwischen 1 und 3, würde ich sagen. Wobei, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, das hat auch Vorteile. Aber es hat auch viele Nachteile. Also ich glaube, dass es für Kinder besser ist, wenn sie mit Geschwistern aufwachsen. Würde ich jetzt so aus meiner Einzelkind-Sicht sagen. Ja. Genau. Willst du mal heiraten? Wenn ja, wie sieht deine Traumhochzeit aus? Ja, definitiv. Auf die Frage freue ich mich schon die ganze Zeit, weil die hatte ich noch im Kopf, dass da was mit heiraten kommt. Und jetzt komme ich so ein bisschen in Schwärmen. Ich will natürlich heiraten. Und das Wichtigste ist mir aber auch, was mit Kindern angeht, ja, dass dass es der Richtige ist. Ich weiß, man denkt, oder dass viele Leute denken, die heiraten und Kinder kriegen, ja, es ist der Richtige, und dann trennt man sich nach ein paar Jahren. Und aber ich weiß nicht, ich will mir einfach sicher sein, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn man ohne Vater quasi groß wird oder seinen Vater selten bis inzwischen ja gar nicht mehr sieht. Und das will ich meinen Kindern nicht antun. Ich möchte ihnen so eine heile Welt wie möglich geben. Und von daher will ich auch erst Kinder und auch erst heiraten, wenn ich mir sicher bin, oder ja, wenn man einfach auch schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht hat, und nicht einfach so nach einem halben Jahr jetzt. Das wäre mir jetzt, glaube ich, doch ein bisschen zu früh. Wie meine Traumhochzeit aussehen würde, da habe ich ziemlich viele Inspirationen bekommen von 4 Hochzeiten und eine Traumreise. Das gucke ich ab und zu mal, und da sind natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen, und vor allen Dingen, was die Locations angeht, immer absoluter Hammer ist natürlich ein Schloss, aber nicht einfach so ein Schloss, sondern schon wirklich was Schönes, Pompöses. Ich mag ja dieses, ja, diese Pompöse mag ich ja schon ganz gerne. Also ich liebe es, so Schlösser anzuschauen und so riesige, prachtvolle Schlossgärten. Und das ist ja auch total mein Ding. Und natürlich mit einer Pferdekutsche. Also das muss sein.
Und natürlich auch ein schönes, pompöses Kleid, aber nicht ganz weiß, sondern eher in so einem Cremeton fände ich, glaube ich, ganz gut, weil weiß ist nicht so die Farbe, die mir steht, weil ich sehr helle Haut habe und ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, deswegen eher so ein Cremeton. Ja, und auf jeden Fall eine emotionale Hochzeit. Also ich finde es ganz schlimm, wenn manche Paare so, so ein bisschen abgehackt und einfach nur ja und bla 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 und das alles so ein bisschen emotionslos rüberkommt. Und natürlich, die Emotionen können ja auch nur stimmen, wenn, komme ich wieder zum Anfang zurück, wenn wenn es mit dem Partner auch alles gut läuft. Und ja, einfach dieses, ich freue mich jetzt schon oder ich hoffe, dass ich überhaupt mal heirate, aber ich freue mich jetzt schon auf den Augenblick, wenn ich meinem Mann dann in die Augen schaue, wenn ich die Kirche reinkomme und er mich anschaut und hoffentlich sehr erstaunt ist, wie hübsch ich dann aussehen werde, hoffe ich doch. Also halt mit allem drum und dran vorher, zur Maniküre, Pediküre, zum Friseur, schicke Unterwäsche für die Hochzeitsnacht und all so Sachen. Das, ja, also ich würde sagen, ich stelle mir im Großen und Ganzen meine Traumhochzeit sehr klassisch vor. Ja, genau. Da gibt es eigentlich keine so krassen Wünsche, also das ist alles relativ klassisch. Ja, klassisch und edel, würde ich sagen. Dann möchtest du mal ein eigenes Haus besitzen oder würde dir auch eine Mietwohnung reichen? Ich will definitiv ein eigenes Haus, also ganz definitiv. Ich habe ja eben schon bei der Hochzeit gesagt, ich bin sehr klassisch. Ich stelle mir das halt auch einfach wirklich toll vor, wenn man also entweder ein Haus halt kauft oder natürlich auch eins selbst baut, ist bestimmt auch ganz schön, wenn man da alles sehr individuell machen kann. Ja, aber ich stelle mir das wirklich toll vor, so einem richtig schönen modernen Haus. Also ich liebe diese modernen Häuser mit diesen Flachdächern. Ich weiß, viele finden die so ein bisschen kalt, aber ich finde das sehr schön und auch sehr modern eingerichtet, aber doch mit so einem liebevollen Stil und einem schönen Garten und ja, und natürlich mein Mann und meinen zwei Kindern. Das wäre so das Perfekte für mich und ja, definitiv, ich will ein eigenes Haus und weil ich denke, eine Mietwohnung ist immer so ein bisschen, es ist halt nichts Eigenes und ja, da ich jetzt ja auch noch in unserem eigenen Haus wohne, kenne ich es gar nicht mit Mietwohnungen und ich glaube, es ist doch schöner, wenn man ein eigenes Haus hat. 14. Nenne drei wesentliche Punkte deiner Wunschzukunft. Guten Job. Also mit gut meine ich schon, dass man auch gut verdient, also nicht mega dieses Reiche, aber wenigstens, wie ich vorhin angedeutet habe, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss. Und ja, das würde ich sagen, dann, wie gesagt, meine große Liebe finden wäre sehr schön und ja, was da eben dazu gehört, heiraten, Kinder, sowas mit Haus und sowas, das sind die Punkte einfach, ja. Genau, und das letzte, denkst du, dass der Trend weiter zur virtuellen Welt tendiert oder dass der Trend wieder zurück zur realen Welt geht? Ja, da sind wir jetzt wieder beim Handy-Thema, natürlich wird das alles wieder alles virtueller und ja, ich denke, irgendwann ist einfach alles so, ja, ich weiß nicht, unpersönlich, aber also ich denke schon, dass es alles sehr virtuell wird. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, ich bin kein Science-Fiction-Freund oder Liebhaber, also von daher, aber es wird mit Sicherheit so werden, ja. Genau, das war jetzt mein Zeitentag. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet den Einstieg damit ins Jahr 2015 gut. Ich werde euch wie immer die Fragen unten hinschreiben und ja, würde mich freuen, wenn ihr die auch beantwortet oder zumindest mir so ein paar Dinge nennt, wie die Hochzeit ist, ob ihr glücklich seid, ob ihr Kinder wollt und all sowas. Das würde mich auch interessieren und ich freue mich wie immer sehr über euer Feedback und wir sehen uns dann aber wirklich in meinem Aufgebraucht-Video. Ja, bis dahin euch noch eine gute Zeit und ja, tschüssi!